Hallo, mein Name ist Luca und meine lieben Zuschauer, gestern habe ich hier auf meinem Kanal einen Vlog hochgeladen, in dem ich in München bei Gustavo Gusto tausende Pizzen probiert habe, um herauszufinden, was auf der Luca Pizza 3 eventuell für Zutaten sein könnten. Das Video ging auf jeden Fall mega durch die Decke und hat mittlerweile schon irgendwie 5.000, 6.000 Kommentare darunter stehen. Und ich wollte im heutigen Video einfach mal so ein bisschen auf ein paar Fragen, Kommentare und allgemeine Reaktionen von euch auf die Luca Pizza 3 eingehen. Los geht's! Trinkspielidee: jedes Mal trinken, wenn Luca Gustavo Gusto sagt. Hä? Ich hab doch nicht oft Gustavo Gusto gesagt. Gustavo Gusto. 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 Ja, Shots gehen auf mich dann. Ich glaube, es wird eine Quattro Formaggi oder wie man das schreibt. Nah dran, aber nee. Ich würde es mega feiern, wenn die Luca Pizza 3 vegetarisch wäre und mit viel Käse. Ich liebe Käse einfach. Okay. Ich kann dir auf jeden Fall zu beiden Sachen sagen, ja. Die Pizza wird definitiv vegetarisch sein und es wird auch auf jeden Fall Käse auf der Pizza sein. Wie viele Pizzen wird Luca noch raushauen? 1 Like gleich eine Pizza. Da will ich mal sehen, wie viele Likes der Kommentar hat. Ja, ich ernähre dann einfach komplett Deutschland demnächst. Luca, öffne eine eigene Pizzeria, dann könntest du neben YouTube noch ein bisschen Geld verdienen. Ich glaube, das ist keine gute Idee, denn wenn ich eine eigene Pizzeria eröffnen würde, dann würde ich selbst nur die ganze Zeit Pizza essen. Und dann würde ich dick werden und ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber bei mir ist es auch so, ich könnte auch nie Koch werden. Weil immer, wenn ich irgendwas richtig Geiles koche, dann will ich das doch nicht einer anderen Person geben, dann will ich das ja selbst essen. Also, ja, danke für den Kommentar, ich glaube, das wird nicht passieren. Auf der Luca Pizza wird bestimmt, ja, Toastbrot liegen, oder? Ja, die Luca Pizza 3 wird eine Toastpizza sein. Hi. Ganz kurze Info hier eben reingeschoben von mir im Schnitt gerade. Ihr seht die ganze Zeit hier oben Werbevideo eingeblendet. Das war auch gestern beim Vlog so. Da haben sich ein paar Leute gefragt, hey, warum steht denn da die ganze Zeit Werbevideo? Wird Luca dafür bezahlt oder irgendwie sowas? Nee, ich werde nicht proaktiv für dieses Video oder für das gestrige Video bezahlt, sondern es geht einfach um mein Produkt, um die Luca Pizza 3. Und von daher möchte ich auf der sicheren Seite sein, einfach komplett Werbevideo reinzuschreiben. Aber hier ist nichts irgendwie verdient oder keine Ahnung was. Es geht einfach um die Luca Pizza 3 und deswegen steht da Werbevideo. Und jetzt geht's weiter. Zugfahren ist auch viel umweltfreundlicher als Inlandsflüge. Das stimmt definitiv. Und mir selbst ist einfach auch auf der Rückfahrt von München nach Köln mit der Bahn aufgefallen, dass es einfach auch viel, viel entspannter ist, als zu fliegen. Es ist viel stressfreier, man kann da schön was essen, man kann ein paar Serien gucken, man kann am Handy sein etc. pp. Das ist einfach viel, viel nicer als fliegen, finde ich auch. Das soll ja jetzt gar nicht groß Werbung für die DB sein oder irgendwie sonst was, aber ich finde, wir müssen wirklich mal langsam so ein bisschen den Umweltschutz mehr an unseren Köpfen verankern. Und von daher habe ich mir selbst auch einfach das Ziel gesetzt, innerhalb von Deutschland nur noch Bahn zu fahren. Und natürlich, klar, kann man jetzt sagen, ey Luca, dann steigst du aus dem Flieger aus und sitzen da trotzdem anstatt 180 noch 179 Leute und der Flug geht trotzdem. Aber ich finde, man muss ja mal anfangen. Klimaschutz, wuhu! Schön, dich wieder lachen zu sehen. Mach weiter so. Real Talk. Man kann es nicht in Worte fassen, wie so ein kleiner Kommentar schon so voller Glücksgefühle erfüllt. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich genau meine, aber gerade wenn man halt so sau viele Kommentare liest und alle handeln irgendwie davon, bla 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 und dann beziehen sich mal welche auf die eigene Person und sagen so, hey, das ist echt cool, dass du glücklich bist, mach weiter so und so, das freut einen wirklich und ich glaube, ich sage viel zu wenig Danke dafür, also Dankeschön. Und auch danke für euer allgemeines Feedback unter den Pizza-Videos. Hat mich so überrascht, wie viel positive Rückmeldungen da kamen. Die wird wahrscheinlich auch wieder 5 bis 6 Euro kosten. Also 5 bis 6 Euro wird die Luca Pizza 3 definitiv nicht kosten. Aber was ich euch definitiv sagen muss und auch sagen möchte, ist, dass sie selbstverständlich wieder teurer wird als beispielsweise eine Pizza von Dr. Oetker oder Wagner. Aber da kennt ihr auch meine Einstellung. Ich verkaufe lieber ein Produkt, was ein paar Euros teurer ist, als ein Produkt, mit dem ich nicht 100% zufrieden bin. Und dann nehmen wir lieber regionale Zutaten und alles Mögliche, als dass ich sage, komm, dann drück mal den Preis noch ein bisschen mehr und machen dann hier ein schlechteres Mehl und keine Ahnung was. Ehre. Wann kommt die neue Luca Pizza? Viele liebe Grüße nach Köln. Also im gestrigen Video habe ich ja bereits ins Outro geschrieben, dass die Luca Pizza 3 ab November diesen Jahres in den Supermarktfilialen vorhanden sein wird und dabei bleibt es auch. Also dieses Jahr im November, wahrscheinlich Mitte, Ende, kommt die Luca Pizza 3 raus. Ja, geil. Ne? Genau. Boah, ich hoffe, dass das Pizza
sehr lecker schmeckt. Ich liebe Pizza. Also wir haben noch keine 100% finale Luca Pizza 3 gegessen, aber wir wissen auf jeden Fall, welche Zutaten draufkommen. Und diese Pizza hat allen 10 Leuten, mit denen wir in München waren, auf jeden Fall mega, mega gut geschmeckt. Schlussendlich ist es aber Geschmackssache und ich kann jetzt nicht versprechen, dass es jedem schmecken wird, aber ich glaube, dass sie auf jeden Fall mehr Leuten gefallen wird und mehr Leute werden sie essen können als die Luca Pizza 2. Locker wird dann Metall in der Pizza. Aha. Nee, also jetzt mal Real Talk, die ganzen Plastikwitze bei der Luca Pizza 2, das war ja auch zwischenzeitlich ganz lustig. Ich musste selbst manchmal echt krass lachen bei ein paar Kommentaren. Aber bei der Luca Pizza 3 achten wir auf jeden Fall krass penibel darauf, dass sich so etwas definitiv nicht wiederholen wird. Also ich glaube, ihr habt ja im gestrigen Vlog auch gesehen, was das jetzt für kranke Sicherheitsbestimmungen da sind, die Hygienevorschriften und vor allem auch, dass die ganzen Pizzen nochmal durch ein Röntgengerät laufen. Da wird nochmal mit einem X-Ray-Scanner geguckt, ob da wirklich die Pizza 100% in Ordnung ist. Und das hat auch kein anderes Tiefkühlpizzenherstellungsunternehmen in Deutschland. Also da kann man auch wirklich mal kurz klatschen, ne? Luca, kannst du mal einen Online-Shop für Pizza aufmachen? An sich eigentlich gar keine so schlechte Idee. Also ich glaube, es wird auf jeden Fall ganz gut laufen. Das Ding ist aber auf jeden Fall, dass es die Luca Pizza 3 wahrscheinlich auch wieder im Rewe-Lieferservice geben wird. Also in einigen Städten in Deutschland kann man sich ja bei Rewe online die Produkte bestellen, die man kaufen möchte. Und da wird man sich dann, denke ich, auch wieder die Luca Pizza 3 bestellen können. Wehe, die Pizza ist mit Schweinefleisch. Ich verspreche dir hiermit hoch und heilig, dass auf der Pizza kein Schweinefleisch sein wird. Warum heißt eigentlich Pizza Pizza? Keine Ahnung, Digga. Als Luca Pizza 3 kann alles drauf, aber nicht Salami oder Ananas. Die traurige Sache ist halt, dass man es leider nie allen Leuten recht machen kann. Also wenn der eine sagt, hey, ich will unbedingt Ananas auf einer Pizza, ich feiere Ananas auf einer Pizza, so übertrieben, dann sagen aber 99% wiederum, nee, Ananas finde ich selbst nicht so geil. Dann sagt der andere wieder, ja, okay, aber da muss unbedingt das drauf und dann sagen andere Leute wieder, nee, dann will ich die Pizza nicht kaufen. Aber ich glaube wirklich, dass wir mit der Luca Pizza 3 und dem Rezept, das wir jetzt ich glaube, dass die Luca Pizza 3 fast allen sehr gut schmecken wird. Und um auf die Frage zurückzukommen, nein, es kommt keine Salami und auch keine Ananas drauf. Hey Luca, kommt in die Pizza wieder Aktivkohle? Auf die Frage habe ich leider vergessen, im Video einzugehen, von daher mache ich das jetzt kurz hier im Nachhinein. Die Pizza wird keine Aktivkohle beinhalten. Der Teig wird auch nicht schwarz, auch nicht grün oder bunt, was auch viele in den Kommentaren dachten. Der Teig wird komplett normal sein, es wird ein ganz normaler Pizzateig sein und es wird keine Aktivkohle drin sein oder irgendwas anderes. Es wird aber eine Menge Käse drauf sein, so viel kann ich schon mal sagen. Kann es bitte die Pizza auch in Österreich geben? Also die Luca Pizza 3 wird es auf jeden Fall flächendeckend in Deutschland geben und wir sprechen mittlerweile auch mit anderen Supermarktfilialen und Ketten als nur mit Rewe und Edeka und wir sprechen beispielsweise auch mit Österreich, aber schlussendlich ist es so, dass wir die Luca Pizza 3 wirklich jedem anbieten wollen und wir bieten die Luca Pizza 3 auch jedem an. Das heißt, jeder Markt hat die Chance, wenn sie sagen, ey, wir wollen die Luca Pizza 3 bei uns drin haben, dann haben sie die Chance, die zu bekommen, dass wir die beliefern. Aber schlussendlich ist halt der Markt derjenige, der entscheidet, ob es bei ihm die Luca Pizza 3 geben wird oder nicht. Von daher kann ich diese Frage noch nicht final beantworten. Boah Gott, bin ich blöd, Alter. Wird es die Luca Pizza 3 nur für einen bestimmten Zeitraum geben, wenn nichts dazwischen kommt oder für unbestimmte Zeit? Was ich dir dazu auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es die Luca Pizza 3 auf jeden Fall in einer größeren Ausführung geben wird, als beispielsweise die Luca Pizza 1, von der es ja nur 100.000 Stück gab, oder die Luca Pizza 2, von der es nur 1 Million Stück gab. Also es wird auf jeden Fall mehr davon geben, aber muss ich auch ganz ehrlich sein, wenn wir irgendwann merken, hey, die Leute essen die Luca Pizza 3 nicht mehr und keine Ahnung was, dann macht es natürlich keinen Sinn, wenn wir davon noch ganz viele produzieren und die werden alle nicht gegessen. Also es wird sie auf jeden Fall in großer Ausführung geben, aber ob es sie jetzt für die nächsten 30 Jahre geben wird, das wage ich zu bezweifeln. Beste Pizza mit Soße Hollandaise, Brokkoli und Sucuk. Ja, ich glaube, an der Stelle soll ich das heutige Video dann auch mal beenden. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich einige eurer Fragen auf jeden Fall gut beantworten konnte und auf eure Kommentare gut reagieren konnte. Falls euch das Video hier gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr doll über einen Daumen hoch von euch unter dem Video hier freuen und schreibt immer unten in die Kommentare immer noch, was ihr denkt, was auf die Luca Pizza 3 draufkommen wird. Denn unter dem gestrigen Video von 5600 Kommentaren hatte keiner es komplett richtig, was auf der Pizza sein wird. Abonniert gern kostenlos unter dem Video meinen Kanal, falls ihr noch kein Teil der Luke Crew seid. Ich sehe mal in den Statistiken, dass tatsächlich über 30% meiner Zuschauer kein Abonnent meines Kanals sind. Und falls ihr schon Abonnent seid, könnt ihr dann auch auf die Glocke klicken, denn dann bekommt ihr Benachrichtigungen, sobald ich ein neues Video hochlade. Ja, Wahnsinn. Ihr habt jetzt Zeit, unter dem Video auf Abonnieren zu klicken. Oder auf die Glocke, dann erfahrt ihr als erstes, wenn ein neues Video kommt, könnt einen coolen Kommentar schreiben, werdet vielleicht Top-Comment.
Pizza kommt November diesen Jahres und ich verpiss mich jetzt auch.